Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit einer Destille, einer selber gebastelten Destille, Rosmarinöl und Rosmarinhydrolat herstellt. Dazu brauchen wir natürlich Rosmarin, einen Kochtopf in dieser Größe, dann die Brennhaube, die Kühlung, um das Destillat, das aus dem Geisterrohr kommt, zu kühlen. Ein Sieveinsatz, damit wir den Rosmarin dann reingeben können. Das ist nur, um den Kühlkörper draufzustellen. Mit etwas Draht können wir dann die Destille hier befestigen. Am Schluss tropft das Destillat in einen Auffangbecher. Zuerst wird der Rosmarin von den Ästen gezogen. Und danach etwas verkleinert. Nicht zu klein, weil er sonst danach sonst durch die Ritzen fällt. Das wollen wir auch nicht. So, nachdem die Rosmarin Zweige etwas klein gehackt sind, nehme ich das restliche Holz, biege das ein bisschen und lege das auch mit als Boden in das Sieb, weil da hat es auch noch etwas Öl drin. Und dann kommt der Rosmarin obendrauf, schön verteilt. Nun füllen wir den Topf mit kaltem Wasser, so dass danach der Rosmarin nicht im Wasser liegt. Ich würde sagen, etwa so viel, das reicht. Das Sieb mit dem Rosmarin wird eingesetzt. Und dann kommt die Brennhaube obendrauf. Mit etwas Draht wird die Brennhaube befestigt. Die Öffnung oben wird mit dem Thermometer verschlossen. Dann schließen wir die Kühlung an. Der untere Schlauch kommt an den Wasserhahn. Und der Auffangbehälter für das Destillat. Nun starten wir die Heizung und warten, bis die Temperatur ca. 60 Grad erreicht hat. Danach kann man die Kühlung einschalten.
Der Schlauch muss natürlich ins Becken. Der Dampf kondensiert hier im Dampfrohr, im Geistrohr, wird hier gekühlt durch den Gegenstromkühler und dann tropft irgendwann unten das Destillat raus.